Sie hören an der Stimme des Pressesprechers, er ist verschnupft. Das hat nichts mit der Stimmung in der Vollversammlung zu tun, aber es hat mich im Kölner Dom, glaube ich, doch auch erwischt, wie einige andere auch. Freue mich, dass Sie da sind. Beim Pressegespräch zum Thema Jugend, Glaube, Kirche, Jugendpastoral, Herausforderung, die Bischofssynode in Rom 2018. Ich weiß, dass alle etwas wissen wollen, wie der Studienhalbtag der Bischöfe zum Thema Priester gelaufen ist. Dazu wollen wir den Vorsitzenden der Bischofskonferenz morgen hören. Dafür bitte ich um Verständnis auch, weil wir noch ein bisschen heute Nachmittag in der Auswertung sind. Ich begrüße sehr herzlich den Jugendbischof, Bischof Oster aus dem schönen Bistum Passau. Er ist letztes Jahr im September in der Vollversammlung zum neuen Vorsitzenden der Jugendkommission gewählt worden. Rechts neben ihm sitzt Bianca Mohr. Sie ist die Leiterin der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist eine angeschlossene Dienststelle unseres Hauses. Und außen sitzt Herr Pfarrer Bingener. Er ist der Präses des BDKJ. Auch herzlich begrüßt. Der BDKJ hat ja in vielen Punkten der Jugendpastoral, insbesondere wenn ich an die Weltjugendtage denke, aber auch an die Ministrantenwallfahrt, eine ganz wichtige Rolle in den vergangenen Jahren gespielt. Herr Bischof Oster, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, uns beschäftigt das Thema Jugend natürlich fortwährend, aber wir freuen uns, dass es jetzt auch in den besonderen Blickpunkt der Weltkirche gekommen ist, weil der Papst die nächste Bischofssynode unter das Thema Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung gestellt hat. Das ist also das war eine nicht zu erwartende ein nicht zu erwartendes Thema dieser Synode. Umso schöner ist es. Mit dem Thema der Berufungsunterscheidung kommt natürlich auch die Not in den Blick, die wir bei dem Thema Berufungen in den geistlichen Beruf haben, das da durchaus auch intensiv zur Sprache kommt. Und deswegen das Synodendokument, das in Vorbereitung auch uns gegeben worden ist, geschenkt worden ist, zusammen mit einem Brief, den Papst Franziskus selber an die Jugendlichen noch geschrieben hat. In diesem Synodendokument werden diese Themen auch sehr intensiv zusammengeschaut. Auch sehr stark hat das Dokument natürlich den Stempel von Papst Franziskus. Das geht wieder wie sein erstes großes eigenes Dokument mit der Freude los. Die Frage ist, wie helfen wir den jungen Menschen in die Freude des Evangeliums zu finden, in die Freude an der Begegnung mit Christus. Das ist ein sich durchziehendes Motiv an dem Schreiben und auch an der Intention von Papst Franziskus. Und wir haben ihn ja auch erlebt auf dem Weltjugendtag in Krakau, auf verschiedensten Begegnungen mit den jungen Menschen. Er ist sehr gut in der Lage, auf die Jugendlichen zuzugehen und offensichtlich auch umgekehrt, dass die Jugendlichen den Papst auch hören, ernst nehmen, annehmen. Das freut uns natürlich. Also das ist ein Thema, das sich durchzieht. Papst Franziskus arbeitet auch mit der Ikone, also die, so nennt er das, eine Evangeliumsstelle, wo Jesus die ersten Jünger im Johannesevangelium trifft, die, wo er sie einlädt, kommt und seht. Die Frage ist, was haben wir als Kirche den jungen Menschen heute anzubieten im Sinn von kommt und seht, aber auch die andere Frage, die der Papst sehr intensiv stellt, ist auch, was haben wir von den jungen Menschen zu lernen? Wo sind sie auch prophetische Kraft in der Gesellschaft, in der Kirche von heute? Wo helfen uns die jungen Menschen so zu hören, so auf sie einzugehen, dass wir ihnen auch das Evangelium auf die Weise mitteilen können und schenken können, wie sie es uns gewissermaßen eröffnen. Das ist auch eine Perspektive, die der Papst sehr deutlich einnimmt. Die jungen Menschen haben uns was zu sagen, sie haben prophetische Kraft und sie helfen uns gewissermaßen auch, das Evangelium zu verkünden. Und sie sind natürlich auch selbst Botschafter des Evangeliums. Also das ist eine sehr schöne Perspektive, die wir auch noch, also die auch den Charakter des Neuen atmet, wie so vieles bei Papst Franziskus. Es ist natürlich nicht ganz neu, aber auch diese sehr unmittelbare Begegnung mit den jungen Menschen und die Ansprache, das freut uns auch. Obwohl wir das natürlich bei seinen Vorgängern, ganz besonders natürlich auch bei Johannes Paul, dem Erfinder der Weltjugendtage, so erlebt haben. Also das ist eine sehr schöne Perspektive.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir in der Vorbereitung auf diese Bischofssynode damit umgehen? Von Rom her erwarten wir im Grunde noch, eigentlich sollte es schon da sein, erwarten wir noch einen eigenen Fragebogen oder eine eigene Homepage, auf der die Jugendlichen selber eingeladen werden, ihre Themen einzubringen, ihre Fragen zu stellen. Das war für den 1. März erwartet worden. Jetzt hören wir, dass das nicht vor Mai wohl geschieht. Warum, weiß ich nicht so genau. Wir haben auch einen Fragebogen bekommen, den kennen Sie wahrscheinlich in dem Vorbereitungsdokument, in dem wir sehr intensiv abgefragt werden, wie bei uns die Situation der jungen Menschen ist, welche Arbeitsfelder die Kirche hat. Und da können ja auch die Frau Mohr und der Pfarrer Bingener dazu was sagen. Und wir werden auch natürlich eingeladen, dann die Perspektive, auch die hat da einen europäischen Teil nochmal, wo die Jugendlichen aus der Sicht unseres Kontinentes nochmal eigens die Situation abgefragt wird. Aber gut, was mich, wenn Sie vielleicht fragen, wo ich etwas sehe, was uns noch besonders herausfordert oder was ich mir auch noch erwarten würde. Wir haben ja auf der einen Seite in der kirchlichen Jugendarbeit sehr, sehr viele junge Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Also im BDKJ sind über 600.000 Jugendliche angesprochen. Wir haben die vielen, vielen Ministrantinnen und Ministranten. Wir haben die vielen Kinder und Jugendlichen in den Jugendchören. Wir haben die Jugendarbeiterorden, wir haben die Jugendarbeiter geistlichen Gemeinschaften, wir sind auch in Schulen und die Kindertagesstätten und so weiter. Also ganz viele Felder von Kinder- und Jugendarbeit, die wir mit Kirche haben. Aber auf der anderen Seite erleben wir natürlich trotzdem fast schon eine Art metaphysischen Graben der Generation der heutigen Jugendlichen, die nicht selbstverständlich oder nicht automatisch mit Kirche in Berührung kommen. Und die Frage ist, wie überbrücken wir eigentlich diesen Graben? Und da ist ein Thema, das mich persönlich besonders umtreibt und das wir, glaube ich, für diesen Fragebogen und auch in dem, was wir einzubringen haben, noch intensivieren können. Wie helfen wir den jungen Menschen zu erleben, dass Glaube wirklich relevant ist? Also dieses Thema Relevanz des Glaubens, und jetzt möchte ich es noch mal ein bisschen zuspitzen, Heilsrelevanz des Glaubens. Hat der Glaube Heilsrelevanz? Haben wir noch genügend, Kraft, Überzeugung, lebendigen Glauben, dass wir den jungen Menschen helfen, sagen können, wenn ihr glaubt, da geht es wirklich um was. Also wenn wir das Evangelium hernehmen, dann geht es ums ganze Leben und nicht nur um dieses Leben, sondern um das Leben darüber hinaus. Wenn wir Glaube reduzieren oder unterhalb dieses Anspruchs bleiben, dass es wirklich um was geht, dann glaube ich, reduzieren wir Glauben entweder auf Ethik, die manchmal sehr banal ist. Ich bin ja ein guter Christ, ich tue ja niemandem was. Oder auf Wellness. Also wenn du glaubst, dann kannst du besser schlafen oder dann wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass Menschen, die glauben, älter werden als Leute, die nicht glauben oder solche Sachen. Ne? Das heißt, wir reduzieren Glauben auf irgendwie auf Felder, die zwar auch irgendwie dazugehören, aber sekundär dazugehören. Also das ist meine Hauptfrage heute, wie helfen wir Jugendlichen, Verstehen zu geben mit unserer eigenen Existenz, dass Glaube wirklich relevant ist, lebensrelevant und heilsrelevant ist. Das würde ich gerne auch noch in diese Debatte einbringen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bischof Oster. Frau Mohr. Danke. Papst Franziskus erhebt die Jugend zum Thema der nächsten Synode. Das freut uns als Arbeitsstelle für Jugendseelsorge natürlich ganz besonders. Damit unterstreicht der Papst den Stellenwert der Jugendseelsorge, der Jugendpastoral. Und wir sehen darin die große Chance, die unterschiedlichen Lebenssituationen der Jugendlichen auch auf den unterschiedlichen Kontinenten in den Blick zu nehmen und nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Und Papst Franziskus macht sehr deutlich, dass die Kirche alle Jugendlichen in den Blick nehmen muss, egal ob arm, ob reich, egal ob mitten in der Gesellschaft oder am Rande der Gesellschaft. Und das ist auch im Vorbereitungsdokument schon sehr deutlich geworden. Der Papst schreibt, alle Jugendlichen haben das Recht, von der katholischen Kirche begleitet zu werden. Das ist eine große Aufgabe, die wir gerne annehmen und
Auch die Diskussionen, die sich jetzt in der Synode darüber ergeben müssen, werden wir in der Arbeitsstelle gerne begleiten und natürlich auch unterstützen. Die Ziele der Arbeitsstelle sind Vernetzen, Unterstützen und Vordenken. Und diese drei Aspekte werden in der Synode unter dem Thema Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung und auch in dem Weg dahin uns und alle anderen Beteiligten gut fordern. Es gilt zum einen, die Verantwortlichen für Jugend- und Berufungspastoral zu vernetzen. Es gilt, die Jugendlichen zu unterstützen bei ihrer Suche nach ihrem Weg im Leben, nach der Frage der Berufung. Und es gilt, vorzudenken, wie wir die Fragen und auch die Antworten, die jetzt im Vorbereitungsdokument gestellt werden, für unsere Arbeit nutzen können. Der Papst gibt uns schon quasi vor den Diskussionen und den Ergebnissen der Synode den klaren Auftrag, unsere Arbeit zu reflektieren, zu analysieren und wo auch nötig neu auszurichten. Und wir erleben es jetzt schon, dass die Verantwortlichen der Jugendpastoral in Deutschland das Papier diskutieren und nach Impulsen für ihre Arbeit suchen. Und da werden wir gerne begleitend tätig. Vom Ständigen Rat der Bischofskonferenz sind wir als Arbeitsstelle aufgefordert, in der Vorbereitung auf die 15. Generalversammlung mitzuwirken. Und ich möchte gerne einige Schritte nennen, die da schon klar sind. Bischof Oster hat schon genannt, es gibt einen Fragebogen, der im Vorbereitungsdokument den Verantwortlichen der Jugendpastoral zugegangen ist. Der wird jetzt oder ist allen Bistümern zugegangen, die aufgerufen sind, bis Anfang Mai ihre Antworten einzureichen. Und daraus werden wir versuchen, ein Bild der Jugend- und Berufungspastoral in Deutschland zu schärfen und ein Papier erstellen, welches dann quasi die deutsche Antwort auf die Fragen des Papstes ist. Parallel dazu der schon angekündigte Fragebogen an die Jugendlichen, die Online-Umfrage. Ich habe eine Stelle aus dem Papier mitgebracht, die nochmal deutlich macht, wie sehr dem Papst auch wichtig ist, dass Jugendliche selbst gefragt werden. Auch die Jugendlichen selbst sollen gebeten werden, ihr, der Kirche, dabei zu helfen, die Art und Weise zu erkennen, die heute am wirksamsten ist, um die frohe Botschaft zu verkünden. Durch die Jugendlichen kann die Kirche die Stimme des Herrn vernehmen, der auch heute noch spricht. Wie früher Samuel und Jeremia, so gibt es auch für heute Jugendliche, die in der Lage sind, die Zeichen der Zeit zu erkennen, die der Geist unserer Zeit schenkt. Indem wir auf ihre Erwartungen hören, können wir die Welt von morgen erkennen, die auf uns zukommt und die Wege entdecken, welche die Kirche zu beschreiten berufen ist. Wir rufen alle Jugendlichen auf, sich an dieser Umfrage zu beteiligen, um ihre Lebenssituation und um ihre Fragen, ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Freude mit einzubringen und so auch die Diskussion der Bischöfe in Deutschland, aber auch weltweit zu bereichern. Gemeinsam mit anderen europäischen Bischofskonferenzen planen wir ein wissenschaftliches Symposium, um quasi schon im Vorfeld der Synode von den unterschiedlichen Konzepten in Jugend- und Berufungspastoral in Europa zu lernen und diese auch zu diskutieren. Und auch der Rat der europäischen Bischofskonferenzen, die CCEE, hat ihre jetzige, diesjährige Tagung unter das Thema der Begleitung junger Menschen gestellt und arbeitet an einem Papier, in dem auch die Jugend- und Berufungspastoral zur Sprache kommt. Daraus wird aus europäischer Perspektive die Thematik beschrieben und auch das ist eine Vorbereitung auf die Synode. Für die Berufungsunterscheidung schlägt der Papst den Dreischritt Erkennen, Interpretieren, Wählen vor. Wir wollen gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern jungen Menschen aufzeigen, welche Angebote und Hilfestellungen es zum Erkennen, Interpretieren und dann auch Wählen in der Jugend- und Berufungspastoral schon gibt und wie sie sich in die Kirche einbringen können. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein erster Schritt auf Ihre Frage. Wir prüfen dazu gerade die Möglichkeiten einer App, die dann Online-Beratung, persönliche Begleitung und die Klärung von offenen Fragen verbindet. Als letztes möchte ich nochmal einen Blick auf die Vielfalt in der deutschen Jugendpastoral werfen, weil das aus meiner Sicht ein besonderes Merkmal der Jugendpastoral in Deutschland ist, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Neben den klassischen Feldern wie der Ministrantenpastoral, der Jugendverbandsarbeit und den zahlreichen Zeltlagern und Freizeiten auf Pfarrebene gibt es in Deutschland einige Bereiche, die die jungen Menschen auf ihrer Suche nach ihrer Berufung besonders begleiten. Unzählige Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich jedes Jahr mit ihren Schulklassen in den Tagen der religiösen Orientierung mit drängenden Fragen ihres Lebens und werden dabei natürlich auch begleitet von Teamerinnen und Teamern. Andere Jugendliche sind in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit zu Hause und
Das sind oft die am Rande der Gesellschaft stehen, und auch die werden dabei unterstützt, ihren Weg zu finden. Im Rahmen der Freiwilligendienste können Jugendliche und junge Menschen dem Aufruf des Papstes herauszugehen ganz konkret folgen und ihre Berufung in unterschiedlichen Ländern und Einrichtungen kürzer oder länger ausprobieren. Wir haben Jugendkirchen, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und Jugendbildungsstätten, die Raum bieten, um mit anderen jungen Leuten, aber auch mit Theologinnen und Theologen über offene Fragen ins Gespräch zu kommen und so seinen Weg zu suchen. Neue geistliche Gemeinschaften, musische Angebote bieten die Möglichkeit, ihren Glauben auf besondere Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben viele Maßnahmen in der internationalen Jugendarbeit und der politischen Bildung, bei denen Jugendliche auf der Grundlage ihres katholischen Glaubens, ihrer christlichen Werte, Gesellschaft in Deutschland, Europa und auch weltweit mitgestalten. Viele dieser Angebote richten sich an Jugendliche, viele auch an junge Erwachsene, weil wir erleben, dass auch die lange auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und ihrer Vision für ihr Leben sind. Uns ist es wichtig, diese Vielfalt in die Beratungen für die Synode mit reinzubringen, um auch die dahinterstehenden Konzepte für andere nutzbar zu machen. Und wir sind auch davon überzeugt, dass der Blick auf das Leben der Jugendlichen und die Beratung der Konzepte in der Jugend- und Berufungspastoral auch für andere pastorale Bereiche einen großen Mehrwert haben können. Und wir freuen uns darauf, diese Konzepte zu diskutieren, vorzustellen und an der Synode mitzuarbeiten und die jungen Menschen so mittelfristig auch begleiten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Mohr. Wir freuen uns auf die Synoden-App, wenn sie dann kommt. Schöne Idee. Das Vorbereitungsdokument, das haben Sie, liegt auf dem Tisch aus. Wir hatten das nochmal für alle gedruckt. Herr Pfarrer Bingener, der Präses des BDKJ, Heimspiel, er ist Priester des Erzbistums Köln. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Zuerst einmal möchte ich meine Freude darüber ausdrücken, dass der Papst Franziskus, sich entschieden hat, eben die Jugendsynode einzuberufen, weil er damit natürlich deutlich macht, dass ihm Jugend ganz persönlich am Herzen liegt. Das haben wir beim Weltjugendtag ja auch spüren können. Und er ordnet dann natürlich hier auch im Grunde genommen die Jugendpastoral für die ganze Kirche von der Bedeutung her nochmal in besonderer Weise zu und hebt sie heraus. Dafür sind wir als BDKJ, als Jugendverbände natürlich dankbar. Dann zeichnet das Vorbereitungsdokument zur Bischofssynode natürlich einen Weg, der innerhalb der Jugendverbandsarbeit bekannt ist. Es läuft vieles auf Sehen, Urteilen, Handeln hinaus, dass man im Grunde genommen schaut, wie ist die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen, dass man dann schaut, zu welcher großen Aufgabe sind sie von Gott berufen, um dann zu schauen, was gibt es für Hilfestellungen, um zu einer Berufungsunterscheidung zu kommen. Und wir sind sehr froh, dass das Thema Berufung in dieser Weite auf alle Jugendlichen angewandt wird, sozusagen. Also es ist nicht nur eine Frage von kirchlichen Berufen ist, sondern von Berufung eines jeden Jugendlichen. Bei all dem ist wichtig, dass nicht über junge Menschen gesprochen wird, sondern dass sie eben selbst zu Wort kommen. Und auch hier sind wir froh, dass es eine Online-Umfrage des Vatikans geben wird, zum ersten Mal an die Jugendlichen. Der BDKJ, die Jugendverbände, haben damit Erfahrung. Wir haben ja im Hinblick auf die Synode Ehe und Familie 2014 bereits eine Online-Umfrage gemacht. Wir hatten da eine hohe Beteiligung, 10.000 junge Menschen haben sich beteiligt und wir gehen diesmal auch wieder von einer hohen Beteiligung aus. Wir rufen auch unsere Mitglieder in den Jugendverbänden dazu auf, sich daran zu beteiligen. Die Umfrage muss natürlich verständlich für Jugendliche sein. Das ist eben ganz wichtig und ich bin aber sicher, dass die Verantwortlichen im Vatikan das klar haben. Dann ist mir eine Sache ganz wichtig zu betonen, nämlich der Kern all unseren jugendpastoralen Handelns, ich soll hier ja auch nochmal was zu den jugendpastoralen Herausforderungen sagen, muss sein, dass jeder junge Mensch zu Recht annehmen kann, dass er von Gott gewollt und geliebt ist und dazu berufen ist, dieses Geliebtsein und die Freude darüber, die zu leben. Und dass das die bestimmende Kraft des eigenen Lebens sozusagen werden soll. Das ist unser Hauptauftrag und diesem Ziel sozusagen ordnen sich alles, was wir dann tun, unter. Und da bin ich sehr froh, dass das Vorbereitungspapier auch nochmal so deutlich benennt. Jetzt werden Sie natürlich zu Recht fragen, das klingt gut, aber wo und wie kann denn solch eine Gewissheit wachsen, dass ich von Gott gewollt und geliebt bin und dass das mein Leben bestimmt sozusagen. Und in Anlehnung an Professor Lechner aus Benedikt Beuern, habe ich gelernt, muss man sagen, Herr Bischof Oster, nicht Benedikt Beuern, würde ich mal drei Fragen stellen, nämlich das erste, oder die Fragen von Jugendlichen, also wo bin ich geborgen, ist die erste Frage für Jugendliche, wo bin ich geborgen, wo bin ich zu Hause? Die zweite Frage ist, was wird aus mir?
Und die dritte Frage, wie wollen wir leben? Das ist eine gesellschaftspolitische Relevanz. Das sind die drei Fragen, die junge Menschen umtreiben. Und aus jugendverbandlicher Perspektive sind mir da drei Aspekte wichtig. Also wie können das jetzt Jugendliche leben sozusagen? Als erstes neue Orte. Jugendliche brauchen Vorbilder und sie brauchen Zeit. Auch wenn noch ganz viele Kinder und Jugendliche in unseren Gemeinden aktiv sind, ist es auch so, dass manche Kinder und Jugendliche eben in der Gemeinde zunächst einmal nicht den ersten Ort finden, dass sie mit Kirche sozusagen in Berührung kommen. Wir erleben oft, dass der Jugendverband der erste und manchmal sogar einzige Ort ist, in dem junge Menschen in Berührung mit Kirche kommen. Und ich möchte gar nicht nur die Frage von Jugendpastoral jetzt sozusagen an Orten festmachen, sondern strukturell festmachen, sondern wichtig für die Orte von Jugendlichen sind eigentlich inhaltliche Gesichtspunkte. Das heißt, also Jugendliche müssen an diesen Orten folgende Dinge wahrnehmen können oder tun können. Als erstes, sie müssen die Erfahrung von wirklicher Gemeinschaft machen. Also muss man wirklich zusammenhalten. Das ist das Erste. Das Zweite, es muss eine gemeinsame Leitung geben. Sie wissen vielleicht, jetzt im Bundesvorstand zum Beispiel machen wir gemeinsam Leitung, ja, paritätisch, zwei Frauen, zwei Männer, einer davon ist Priester, das bin ich, die anderen sind sozusagen Laien, in Anführungsstrichen. Und das geht und das geht gut. Also man muss gemeinsame Leitung Frauen und Männer wahrnehmen können. Ich muss Selbstwirksamkeit spüren können. Also das, was ich mache, hat irgendwie, da kommt was hinten bei raus. Es muss einen Bezug zum Glauben haben. Das muss eine Spiritualität sein, die wirklich von mir kommt und die mir was sagt. Viele Jugendliche entwickeln ja auch neben den klassischen Formen ihrer Spiritualität eigene Formen von Spiritualität. Es muss eine Offenheit für andere geben. Und ich muss im Grunde genommen das tun können, was ich für nötig halte. Und ich glaube, in diesen Orten, im Hinblick auf eine Herausforderung, überall da, wo das möglich ist, werden Jugendliche Kirche sein. Wir würden ja sagen, Jugendverbände sind Kirche, Punkt. Weil in ihnen die Grunddimensionen von Kirche gelebt werden. Lassen Sie mich auch auf einen neuen Ort jugendpastoralen Handelns aufmerksam machen. Das sind zum Beispiel die Freiwilligendienste. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass 10.000 Jugendliche, junge Erwachsene in den Freiwilligendiensten, in katholischer Trägerschaft aktiv sind. Das sind natürlich ganz besondere Jugendliche. Die wollen sich sozial engagieren. Die haben irgendwie zu einem kirchlichen, katholischen Träger gefunden. Und die sind in einer besonderen Situation, nämlich die wollen sich orientieren und die wollen was lernen. So, und das ist natürlich schon ein jugendpastoraler Ort. Es geht nicht darum, da Jugendliche zu rekrutieren für kirchliche Berufe, ist klar. Aber es geht darum, Orientierung für Jugendliche in einer wichtigen Phase ihres Lebens zu geben. Zweitens, junge Menschen lernen von Vorbildern. Was im Vorbereitungsdokument so ein bisschen zu kurz kommt, wie ich finde, ist, dass natürlich erstmal Jugendliche von Jugendlichen lernen. Also das alte jugendverbandliche Ideal, Jugend lernt von Jugend. Also es geht nicht nur um Begleitung, sondern es geht darum, Jugendliche selbst zu ermächtigen, Jugend zu leiten, je nachdem, wie alt sie sozusagen sind. Also die Aufgabe muss natürlich zum Alter passen und die Erfahrung, die sie sozusagen gemacht haben. Und Leitung meint eben auch geistliche Leitung. Ja, also Jugendliche müssen auch geistlich Jugendliche leiten können. Dafür gibt es Ausbildungen, dafür gibt es Beauftragungen, auch bischöfliche Beauftragungen. Darüber sind wir froh. Und dieses ehrenamtliche Engagement gilt es zu stützen. Auf einen für mich sehr wichtigen Punkt möchte ich noch hinweisen, nämlich gerade in den Umbrüchen der Pastoral, auch der Jugendpastoral, ist es wichtig, dass diese Ehrenamtlichkeit eben hauptamtlich begleitet wird. Und es gilt, die Attraktivität kirchlicher Berufe wieder zu steigern. Junge Menschen müssen sich wieder vorstellen können, einen Beruf in der Kirche zu übernehmen. Und dies schließt natürlich verschiedene Fragen aus. Das ist nicht ein Punkt, warum junge Leute eben zögern, kirchliche Berufe zu ergreifen. Ja, sondern ich glaube, es ist eine ganze Reihe von Fragestellungen. Wir müssen auf die universitäre und pastoralpraktische Ausbildung schauen. Die Anzahl der Neueinstellungen müssen wir wieder steigern. Ja, da geht es nicht nur um Quantität, natürlich auch um Qualität. Und es braucht eine bessere Fort- und Weiterbildung. Und es braucht eine Perspektive für junge Leute in der Kirche. Und es braucht eine Durchlässigkeit in den Berufen. Sie merken, das ist ein großes Paket, ja, wo junge Leute vorstehen und sich fragen, kann ich denn in dieser Kirche beruflich tätig sein? Ja, und diese Fragestellung müssen wir miteinander angehen. Hier braucht es intensivere Bemühungen und gemeinsam, und der BDKJ ist dazu bereit, hier auch ein guter Gesprächspartner zu sein, weil wir eben viel mit jungen Leuten zu tun haben, die eben sich eben fragen, kann ich in der Kirche eine Beheimatung finden, auch beruflich. Als drittes und letztes möchte ich sagen, dann brauchen Kinder und Jugendliche Zeit.
Also zum Wachsen braucht man Zeit und vor allen Dingen Freiräume. Also die Verdichtung, die wir bisher immer also hatten in den letzten Jahren in Schule, Ausbildung, Studium, das kennen Sie, dafür brauchen junge Leute wieder Freiräume, um tatsächlich auch ehrenamtlich tätig sein zu können. Und das betrifft nicht nur die Kirche, sondern es betrifft den Sport, die Feuerwehr und so weiter und so fort. Also hier müsste Kirche nochmal genauer draufschauen. Die KJG zum Beispiel fordert 35 Stunden Woche für Schülerinnen und Schüler. 35 Stunden, mehr nicht. Und einen freien Nachmittag. Und dann, sagen wir mal, gibt es ja so einen Trend hin zu der Frage von Projekten. Wir als Jugendverbände sagen aber, Projekte sind wichtig. Ja, aber wenn es um Haltungsfragen geht, wenn es um Berufungsunterscheidung geht, dann braucht es was Langfristiges und damit braucht es Struktur. Und darauf, glaube ich, müsste man auch achten, weil bei den Weltjugendtagen kommen ja nicht Jugendliche zusammen, die sich jetzt irgendwo online irgendwo im Bistum angemeldet haben, sondern da fährt der Kaplan, da fährt die Pastoralreferentin mit 15, 20 Leuten und sagt, wir fahren jetzt mal auf den Weltjugendtag und habt ihr Lust dazu? Oder Jugendliche selber sagen, wir haben da Lust zu. Und dann kommt so eine große Zahl zustande. Aber die Basis ist ja eine Jugendarbeit in den Gemeinden. Jetzt erwarten Sie von mir und wahrscheinlich nicht nur Ihre Erwartung, sondern mir ist es auch wichtig, nochmal auch zu sagen, dass wir uns durch den Papst natürlich ermutigt fühlen, auch kritische Fragestellungen anzusprechen. Und da möchte ich zwei Dinge ansprechen, die Jugendlichen, besonders den Jugendlichen in den Jugendverbänden, wichtig sind und die Sie sicherlich auch bei der Bischofssynode ansprechen werden. Das ist einmal natürlich die Frage der Nichtzulassung von Frauen zum Weiheamt. Das ist was, was junge Erwachsene und Jugendliche wirklich stört. Diese Fragestellung. Und das Zweite ist natürlich die Frage des Umgangs der Kirche mit homosexuell veranlagten Menschen. Junge Menschen verstehen nicht, dass man sagt, wir akzeptieren dich, aber wir akzeptieren so, wie du liebst, nicht. Das verstehen junge Menschen nicht. Und über diese Fragestellung müssen wir sprechen und ich fühle mich sehr ermutigt oder wir fühlen uns sehr ermutigt und vertrauen darauf, dass das, was der Papst sagt, die Kirche möchte eure Stimme hören auf eure Sensibilität, auf euren Glauben, ja auf eure Zweifel und auf eure Kritik. Und das muss man ernst nehmen. Schließlich bin ich dem Papst dankbar, dass der Papst ja nochmal besonders auf die Jugendlichen hinweist, die nicht ihrer Berufung sozusagen folgen können, weil sie daran gehindert werden durch Armut, durch Krieg oder durch Ausgrenzung. Das ist was junge Menschen sehr berührt, weil junge Menschen einen feinen Sensus für das Thema Gerechtigkeit haben. Und deswegen ist das auch die Aufgabe der Jugendverbände, auf Jugendliche zu schauen, die in solchen Situationen sind. Ich nenne hier nochmal in besonderer Weise die 72-Stunden-Aktion, die wir 2019 wieder durchführen werden und die hier in dieser Fragestellung ja auch einen Schwerpunkt hat. Und ich nenne jetzt ganz aktuell das Thema Zukunftszeit, gemeinsam für ein buntes Land. Wir machen vor der Bundestagswahl eine große Aktion, sammeln 35.000 Stunden Engagement. Das sind 4 gute Regierungsjahre und machen damit der Politik deutlich, was wir wollen, nämlich wir stehen gegen Menschenfeindlichkeit und für junge Geflüchtete. Ich könnte weitere Beispiele jetzt nennen, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Ganz zum Schluss, es gibt sicher viele andere weitere jugendpastorale Herausforderungen. Ich sehe im Hinblick auf die nächsten Wochen und Monate das alles sehr positiv und bin deswegen froh, weil wir einen Papst haben, der ein Herz für die Jugend hat. Und wenn junge Menschen hier zu Wort kommen, dann wird die Jugendsynode gelingen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pfarrer Bingener. Und jetzt kommen Ihre Fragen und die Antworten. Frau Mohr, Bischof Oster und Pfarrer Bingener. Da katholisch.de dankenswerterweise streamt, bitte ich Sie, das Funkmikrofon zu nehmen, das Frau Kolfenbach jetzt bis nach oben zum Domradio anreicht. Martin Mialas von domradio.de. Herr Bischof Oster, Sie haben diesen metaphysischen Graben angesprochen, zu den Jugendlichen, die mit Kirche so gar nichts am Hut haben. Ich weiß, Sie können da jetzt auch keine Lösung aus dem Hut zaubern, aber haben Sie vielleicht schon Ansätze, wie Sie das bislang in Ihrem Bistum irgendwie versuchen, zu diesen Jugendlichen einen Graben zu schlagen, eine Brücke zu schlagen? Also ich glaube nicht, dass es mit Programmen und mit Plakaten und mit Online-Auftritten funktioniert. Das kann bestenfalls flankierend sein. Auch da gibt uns der Papst ein gutes Beispiel. Hingehen und anfangen, mit denen in Beziehung zu kommen, mit den Menschen, mit den jungen Menschen. Ich bin Salesianer Don Boscos und da ist das Thema, den jungen Menschen seine Freundschaft anbieten, egal wo sie stehen, wie weit sie weg sind oder wie nah sie dran sind, ist ein wichtiges Thema. Also Jugendarbeit ist heute oder eigentlich immer schon, aber vielleicht kommt es heute nochmal stärker in den Fokus Beziehungsarbeit.
Und zwar authentisch und ehrlich. Ne? Und auch nicht, wie der Pfarrer Bingener vorher gesagt hat, nicht sofort mit irgendwelchen Rekrutierungsabsichten. Herr Lassive, das Mikro kommt. Benjamin Lassive, unter anderem für die Lausitzer Rundschau oder den Weserkurier hier. Bischof Oster, Sie sprachen vorhin von der Berufungsunterscheidung. Pfarrer Bingener, Sie sprachen davon, dass es ja auch durchaus ein schweres Thema ist, junge Leute davon zu überzeugen, Berufe in der Kirche zu ergreifen. Da würde mich interessieren, Bischof Oster, wie haben Sie das auf der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung empfunden? Sie haben ja über den Priestermangel und den Priesternachwuchs gesprochen. Und auch wenn Herr Kopp schon einen erhöhten Blutdruck hat, würde mich doch interessieren, inwieweit zwischen den beiden Themen eine Brücke ist und wie Sie das hier thematisiert haben. Ja, also zunächst mal, ich möchte schon dem Vorsitzenden vorbehalten, dass er über dieses Thema morgen Auskunft gibt, aber vielleicht generell. Mich hat auch ein bisschen überrascht, dass der Papst von, oder das Dokument ist ja nicht vom Papst, es trägt auch seine Handschrift und seine Ideen, aber es haben ja wahrscheinlich jemand in Rom für ihn vorbereitet und er wird da auch eher zitiert. Aber zunächst mal, es gibt so eine allgemeine weltweite Beschreibung von Jugendlichen und auf einmal springt der Text sofort in das Thema Unterscheidung hinein. Und das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Geht es schon mit dem Thema Erkennen, Unterscheiden, Interpretieren, Wählen. Das geht mir zu schnell, weil ich glaube, dass wir, also bis ein Jugendlicher überhaupt ernsthaft in die Frage kommt, ob er jetzt aufgefordert ist, zu erkennen, zu unterscheiden, zu wählen. Und es geht ja im Subtext immer um die Frage, in welcher Weise begegnet mir Jesus. Ja, das ist immer, ist er schon da? Und wenn ja, wie ist er da? Und wenn ja, wie spricht er in mein Leben? Erkenne ich das? Kann ich das interpretieren? Kann ich da eine Wahl treffen? Also das geht ein bisschen schnell, wenngleich der Papst da sicher auch oder der Text sicherlich auch einen Finger in die Wunde legt, weil ich mir auch heute in der Situation der Kirche von heute die Frage stelle, können wir das eigentlich gut genug? Nämlich, ich komme jetzt aus einem Bereich, der immer noch stark volkskirchlich geprägt ist und erlebt dort, also Bistum Passau, fast 80% Katholiken, und erlebt, dass wir uns sehr stark verlassen haben und es immer noch tun auf eine institutionalisierte, eingeübte Form des Gläubigwerdens. Automatisch, ne? Wenn jemand bei uns in den katholischen Kindergarten geht und in den katholischen Religionsunterricht, vielleicht auch noch in eine Schule katholisch, eine katholische Familie hat er ohnehin, dann macht er Kommunionunterricht, dann macht er Firmenunterricht und dann ist mit 18 vielleicht das fertig ausgebildete gläubige Produkt da, das sich dann in der Pfarrgemeinde engagieren kann oder im Kirchenchor oder wo auch immer. Und so lief es jahrzehntelang, ich weiß nicht, ob es eh richtig funktioniert hat, aber wir merken, es funktioniert im Grunde schon lange nicht mehr. Ja? Und die Frage ist, haben wir uns vielleicht zu sehr darauf verlassen, auf solches institutionalisiertes Gläubigwerden, oder sind wir wirklich in der Lage, junge Menschen in ihrer Suche, in ihren Fragen, die Unterscheidung der Geister vorzunehmen, sie wirklich zu begleiten und sie auf das hinzuführen, was ihrs ist. Authentisch ihrs ist, nicht rekrutierend für uns, sondern was ihrs ist. Haben wir das, auch frage ich auch an unsere Priester, an unsere Hauptamtlichen, genügend eingeübt? Oder nochmal, verlassen wir uns zu sehr auf institutionalisierte Formen von Gläubigwerden? Das ist meine große Frage, deswegen ist es auch gut, dass der Papst da gewissermaßen bei uns, würde ich sogar fast sagen, den Finger in die Wunde legt oder uns hilft wahrzunehmen, was eigentlich wirklich der Dienst am anderen ist im Blick auf das Thema Unterscheidung der Geister. Frau Binger, wollen Sie noch dazu? Ja, ich würde die Frage gerne persönlich beantworten. Also ich persönlich als Priester möchte an etwas teilhaben, was Zukunft hat. So, und wenn ich persönlich nicht das Gefühl habe, also ich hatte bisher das Glück, dass ich in Verein war und im Jugendverband war, wo ich spüren konnte, da habe ich an was Großem teil und das hat Zukunft. Und ich will nicht Nachlassverwalter sein einer längst vergangenen Epoche. So. Und dann glaube ich, muss man sich, deswegen habe ich das eben so differenziert dargestellt, die Bedingungen, wie man in den priesterlichen Dienst geht, muss man sich genau anschauen. Das ist die Frage der Ausbildung, das ist eine Frage, wie werde ich nachher eingesetzt. So, ja. Das ist die Frage der Personalsorge, also sieht man meine Talente oder sieht man die nicht. So, ja. Kann ich mir das Team aussuchen, wo ich hingehen werde und was passiert mit mir im Alter? Bin ich dann einsam oder kümmert sich dann irgendjemand um mich? So. Also
Ich glaube, die Fragestellung kann man ganz praktisch herunterbrechen. So, und ich kann Ihnen sagen, also das war für mich auch, also ich möchte gern Pastor werden, ich mache es aber nicht alleine. Und deswegen, glaube ich, müssen wir darauf schauen, wie wir auch mehr Leute in den Kirchendienst bekommen, nicht um super viele Hauptamtliche zu haben, sondern um klar zu haben, dass viele, viele Ehrenamtliche eben da so eine Unterstützung brauchen und dass das was Fruchtbares ist für unsere Gemeinden. Kollege hier vorne neben Frau Burkhardt. Ja, Simon Spammann vom Westdeutschen Rundfunk. Ich habe eine Frage an Pfarrer Bingener. Dirk, du hast den Begriff der Partizipation aufgeworfen. Welchen Partizipationsbegriff müsste am Ende der Synode stehen, damit es für den BDKJ ein Erfolg ist? Weil bislang habe ich gehört, es gibt eine Online-Umfrage, aber das genügt ja den Verbandsprinzipien des BDKJs nicht an Partizipation. Das lässt sich zum Beispiel schon an den folgenden Fragen, die du ja auch aufgeworfen hast, Frauenpriestertum und die Stellung der Kirche zum Thema Homosexualität begreifen. Wenn jetzt ein Umfragebogen käme, in dem diese Dinge nicht enthalten sind, würdet ihr einen eigenen auflegen? Oder wie sieht das aus? Also diese zwei Fragen hätte ich. Und die dritte Frage, die ich noch hätte, das wäre eine Schärfung des Begriffs der Berufung. Mit dem Begriff der Berufung wird sehr freizügig umgegangen, auch heute hier in der Pressekonferenz. Jetzt schwirren da ja in den verschiedenen Diözesen, auch in der Theologie, unterschiedlichste Begrifflichkeiten von Berufung herum. Das kann man ja nicht einfach so verwenden, weiten Begriff. Dann gibt es aber wieder einen engeren Berufungsbegriff, der dann doch wieder aufs geistliche Amt bzw. die Ehe bezieht. Das ist mir noch aus dem drei Statements noch nicht ganz klar geworden. Frau Binger, fangen Sie mal an, dann kann Herr Bischof Oster was zum Thema Berufung sagen. Ja, im Grunde genommen habe ich eben schon ein wenig eine Antwort gegeben. Wir als BDKJ rufen natürlich dazu auf, den Fragebogen des Vatikans zu nutzen. Wir kennen ihn allerdings noch nicht. Und es braucht einen Fragebogen, der arg die Fragestellungen, die Jugendliche auch bewegt, und die kennen wir oder erahnen wir ja bereits, die nicht ausschließt. Sondern es braucht auch eine offene Frage, was erwarten Jugendliche von Kirche zum Beispiel, ja? Wie erwarten sie Teilhabe zum Beispiel. Und ich sage das mal im Hinblick auf die Frage von Partizipation auch ganz selbstkritisch. Partizipation muss so gestaltet sein, und da sind wir in den Jugendverbänden darum bemüht, dass nachher hinten auch wirklich was bei rauskommt. So, ja? Also auch im Hinblick auf Laiengremien ist es ja wichtig, also wenn jetzt das ruft das Synodenpapier ja auch dazu auf, wie geht Teilhabe, also auf unsere Pfarrgemeinderäte, auch auf das ZDK hin. Ja? Dass es natürlich Gremien sind, wo man nachher sagen müsste, für Jugendliche, da springt nachher hinten was bei raus. Ja? Weil natürlich synodale Strukturen müssen sich in jedem Fall besser erweisen als Hierarchie sozusagen. Also sagen wir, dass man wirklich merkt, die Wahrheit ist symphonisch, und wenn wir uns zusammentun und partizipativ unterwegs sind, dann kommt nachher was Neues dabei raus. So. Und das wäre mir im Hinblick auf die Partizipation schon wichtig. Ich meine aber auch, wir sollten den Vatikan hier jetzt nicht überfordern. Wir sind froh über die Fragestellung, also dass man Jugendliche befragt hier. Und dann würden wir natürlich auch immer sagen, man muss es subsidiär anschauen. Ja, die Kirche in Deutschland ist eine vollkommen andere Kirche als zum Beispiel in afrikanischen Ländern oder in Südamerika oder so. Und jeder muss da seine Antworten finden. Aber auch das ist ja im Fragebogen sozusagen schon angedeutet, indem man spezielle Fragen hier stellt. So, genau. Wir werden in jedem Fall noch einen Brief an den Papst schreiben. So, das haben wir uns in jedem Fall vorgenommen. Aber zunächst einmal gilt es darum, die Synode, die Online-Umfrage des Vatikans hier zu nutzen. Ich hoffe, das war soweit ausreichend. Ja. Sagen Sie was zum Schärfen des Berufungsbegriffs, der noch. Ja, Sie haben es ja schon richtig genannt und richtig verstanden, dass wir einen engeren und einen weiteren Berufungsbegriff sehen. Das hängt einfach auch mit der persönlichen Dynamik, einerseits der Psychodynamik, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich der geistlichen Dynamik eines jeden Lebenswegs zusammen. Jeder Mensch, der Mensch ist, ist berufen, sagen wir mal, ein guter Mensch zu werden oder, wie der Papst auch sagt, zur Liebe berufen. Wir wissen in uns geheimnisvoll, was wahr ist und was gut ist. Und wir haben als Menschen mit Gewissen, als Geschöpfe, den inneren Aufruf, dem zu folgen. Das ist Berufung zum Menschsein. Und dann geht es in einem zweiten Schritt um die Frage, glaube ich tatsächlich, dass sich Gott in Christus ausspricht und auch mich anspricht. Und dass ich davon berührt worden bin, von dem, dass er von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und
auch so, dass ich plötzlich spüre, ich bin gemeint. Also das ist die Berufung zum Christsein, in der ich meine Taufe lerne zu leben und zu entfalten. Ich gehe mit Christus. Und dann gibt es noch einmal vielleicht einen tieferen Schritt der Entschiedenheit. Habe ich den Eindruck, er will mich ganz in seinen Dienst. Also dieses Ganz, ich bin Ordensmann, ich habe drei Gelübde abgelegt, die Armut, die Ehelosigkeit und den Gehorsam. Und die kann man nur integral sehen. Ich gehöre dem Herrn in geheimnisvoller Weise mit meiner Leiblichkeit, mit meinem Besitz, mit meinem geistigen und willentlichen Vermögen im Sinne des Gehorsams. Also habe den versucht und versuche immer noch mit meinem Leben eine Antwort zu geben auf das Thema, ich gehöre ihm ganz. Und in dieser Dynamik mit verschiedenen Zwischenschritten entfaltet sich das Leben oder der Begriff der Berufung. Ne? Mit Blick auf die Synode kann man, glaube ich, von einem relativ weiten Berufungsbegriff ausgehen. Hier sind wirklich Situationen und Entscheidungen von Jugendlichen gefragt, die von Ehelos über Ehe, Familiengründung, Engagement in Kirche und Gesellschaft bis hin zu der Wahl des Berufes und dann natürlich kirchliche Berufe, aber auch alle anderen angefragt sind. Und es geht in dem Papier darum, Jugendliche dahin zu bringen, das zu finden, was für sie das Richtige ist und nicht das, was sich vielleicht irgendjemand von ihnen, vielleicht auch die Kirche von ihnen wünscht. Herr Brüggenjürgen. Ingo Brüggenjürgen, domradio.de. Man möge mir das heute am Weltfrauentag nachsehen, aber ich brockel da einfach nochmal nach. Es ist ja auch nicht nur eine Frage von uns Medienvertretern, sondern Pfarrer Bingerner hat sehr deutlich gemacht, dass viele Jugendliche das sehr bewegt, warum sie nicht zu den Weiheämtern zugelassen werden können, warum Kirche sich da so verhält. Man kann in der Kirche alles werden, aber irgendwann ist Schluss. Das wird sehr deutlich, wenn man heute Morgen so einen Gottesdienst besucht. Messdienerin und sowas geht alles, aber Diakonin geht gar nicht. In der Gesellschaft sieht das anders aus. Da kann man Präsidentin werden und Bundesrichterin und alles. Von daher die Frage, und da frage ich auch als Vater von drei Kindern, es macht wenig Sinn, mit Jugendlichen zu diskutieren, wohin man in den Urlaub fährt, wenn man es vorher festgelegt hat. Bischof Genn hat uns heute im Interview gesagt, in dieser Entscheidung ist die Kirche festgelegt, auch Franziskus ist festgelegt, das muss nicht diskutiert werden. Warum stellt man dann diese Fragen, wenn sie eigentlich ein für alle Mal festgestellt sind? Und lässt sie zu und diskutiert? Fragen Sie mich? Ja, als Dogmatiker. Sie stellen ja die Frage nicht. Also nein, ich stelle sie Ihnen. Sie stellen die Frage, warum stellt man die Frage? Also, nein, ich stelle Ihnen die Frage, was Sie als Bischof sozusagen angesichts dieser Situation Ihren Mitbrüdern vorschlagen, als Jugendbischof, der ja diese Fragen einbringen muss, was Sie den Bischöfen heute und überhaupt mit auf den Weg geben. Ja, also zunächst mal, bevor wir, das ist schon immer auch so ein Punkt für mich, der wichtig ist, ich habe gelernt, dass man bestimmte Fragen, und da gehören die sogenannten kirchlichen Reizthemen dazu, aus einer Binnenperspektive anders anschaut und lernt, anders zu betrachten als aus einer Außenperspektive. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ich verstehe, wenn ich zum Beispiel eine andere Familie kennenlerne und denke mir, naja, der Vater ist ein bisschen komisch und die Tante ist irgendwie so seltsam, ich verstehe manches erst, wenn ich gewissermaßen drin bin, auch beziehungsmäßig und qualitativ drin bin. Deswegen, mein Anliegen ist immer zuerst, bevor ich mit Jugendlichen über solche Fragen stelle, ihnen zuerst mal spreche, auch zuerst mal die Erfahrung hoffentlich vermitteln, dass es zuallererst bei Kirche nie um moralische Fragen, institutionelle Fragen und Geldfragen und so, es geht immer zuerst um die Frage nach Beziehung. Immer zuerst um die Frage, dass ich dir auch helfe zu verstehen, wie der Pfarrer Bingener gesagt hat, du bist ein geliebtes Kind Gottes und du gehörst in jedem Fall zunächst mal dazu. Und das ist die Grunderfahrung, die Kirche vermitteln will. Wenn ich da mal hineingefunden habe, dann lerne ich vielleicht nach und nach auch die theologischen und dogmatischen Fragen anders zu sichten, zu beurteilen und so weiter. Nur mal, wenn Sie die Frage nach der Frauenordination stellen, dann, ich habe vorhin von dem Schöpfer Gott und dem Erlöser Gott gesprochen. Wir haben das Verständnis davon, dass die Kirche als Gemeinschaft schon von der Schöpfung her, sprechen wir von der Mutternatur, wir sprechen von Mutterkirche, wir sprechen von Tochter Zion, Tochter Jerusalem. In den biblischen Bildern ist die Gemeinschaft der Glaubenden, des Volkes Gottes, der Kirche eine Frau. Und Christus bezeichnet sich selbst in vielen Stellen des Evangeliums als der Bräutigam.
der gewissermaßen das Hochzeitsmahl des Lammes feiert, das wir in jeder Kommunion, in jeder Eucharistiefeier vergegenwärtigen. Jetzt kann man sagen, ist es ein biologischer Zufall, dass Christus ein Mann und die Mutter Gottes als die Urgestalt der Kirche eine Frau war? Ist es ein biologischer Zufall oder gehört es in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein? Wenn es hineingehört, wovon ich überzeugt bin, dann ist gewissermaßen im Geheimnis von Schöpfung und Erlösung auch die Bipolarität vom Mannsein und Frausein mit abgebildet. Und dann ist es nicht nur ein biologischer Zufall, dass der, der das Hochzeitsmahl des Lammes feiert und sich als Bräutigam bezeichnet, ein Mann ist. Da kommt auch etwas zum Ausdruck im Gegenüber zu seiner Kirche. Das ist in gewisser Hinsicht der theologische Grund. Ne? Und wenn der in persona Christi die Eucharistie feiert, wenn der den Herrn vertritt, dann ist es aus meiner Sicht nicht beliebig, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Wo ich Jugendlichen immer sehr entgegenkomme, ist, dass das über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende sicherlich auch hintergründig mitdominiert war von einem Verständnis von Mannsein im Sinn von Machtausübung um der Macht willen oder auch um Kleinhalten von Frauen, sowas. Das gab es und gibt sicherlich als Motive in der Kirchengeschichte. Wo es das gibt, ist das Sünde. Also da kommen wir nicht daran vorbei. Deswegen ist natürlich auch an uns als Menschen, die im priesterlichen Dienst leben, die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir unter den Geschlechtern miteinander um, wie gehen wir in der Kirche besonders mit Frauen um, wie leben wir Hingabe. Ja? Im Epheserbrief steht einmal, dass Paulus darauf hinweist, dass Christus und Kirche das Verhältnis von Mann und Frau abbildet, so gestaltet werden soll, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Kirche geliebt hat. Also immerhin ist er für sie gestorben, also für seine Kirche. Ne? Das heißt, wie intensiv persönlich leben wir authentisch Hingabe in der Kirche, auch im Umgang mit den Geschwistern. Aber ja, ich glaube auch, dass die Frage nicht offen ist. Uns muss es darum gehen, den Menschen, auch den jungen Menschen zu verhelfen, zu verstehen, warum das so ist. Ne? Habe ich Sie dann richtig verstanden, dass man es den Jugendlichen noch mal besser vermitteln muss und dass die Frage, wie Sie ja selber sagen, nicht offen ist und dass man, um jetzt meinetwegen mal mit vielen Priestern zu sprechen, die ja auch einen Brief geschrieben haben in Köln, die signalisiert haben, dass man immer um Berufung betet, dass man aber 50% konsequent ausschließt. Kann man das Jugendlichen heute vermitteln? Also jetzt haben Sie drei Fragen, glaube ich, gestellt. Also, so ist der Brüder meistens. In begrenzter Zeit. Also ja, ich glaube, man kann das Jugendlichen vermitteln, aber ja, ich glaube, es setzt auch ein inneres Gespür für den Glauben, für die Kirche voraus. Wenn wir gewissermaßen die Fragen nur von außen diskutieren, aus der Sicht einer Gesellschaft, politisch, demokratisch, die alles ausdiskutiert, ohne gewissermaßen den Blick für die Binnenwahrnehmungen dessen, was wir Geheimnis nennen, dann wird man da auch nicht irgendwie in ein Verstehen hineinfinden. Aber ich habe ganz viele junge Menschen und auch junge Frauen erlebt, mit denen ich unterwegs sein durfte. Wenn man aus einer Binnenperspektive das mal wirklich erklärt, und ich habe das auch an der Hochschule gemacht, dann sagen die, so hat uns das jetzt noch keiner erklärt. Vielen Dank, dass Sie mir helfen. Jetzt beruhigt mich, jetzt bin ich auch in der Frage beruhigt oder sowas. Ne? Aber da muss auch der Wunsch dabei sein, mitzugehen und zu verstehen. Ne? Das ist auch nicht immer automatisch gegeben. Jetzt noch drei Fragen. Das ist jetzt die vierte Frage. Jetzt ist Herr Resing und dann gehe ich auf die andere Seite. Das gewisse Spannungsfeld zwischen Bischöfen und BDKJ wurde jetzt hier gerade noch mal deutlich. Vielleicht Bischof Oster und Pfarrer Binger, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr da in dieser Aufgabe zusammen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie denn das jetzt funktioniert hat. Vielleicht ist das ja auch eine Lerngeschichte. Meistens wirft man sozusagen dem anderen die Fehler vor. Vielleicht merkt man ja auch mal die eigenen Fehler. Also Herr Pfarrer Bingner, was ist denn die neue Perspektive des BDKJ auf sich selbst, mit diesem Jugendbischof zusammenzuarbeiten? Erkennt man, dass man vielleicht bestimmte Dinge vielleicht zu wenig im Blick hatte? Und Bischof Oster, Sie lernen den BDKJ jetzt ganz neu kennen. Was haben Sie denn Positives entdeckt, was Sie bisher so gar nicht im Blick hatten? Darf ich anfangen? Bitte.
Also zunächst mal, ich habe mich sehr gefreut über die Begegnung mit dem BDKJ und mit der Spitze. Ich habe da einen Antrittsbesuch im Jugendhaus in Düsseldorf gemacht. Und ich lerne sehr, sehr zu schätzen, also meine eigene Erfahrung aus der Jugendarbeit ist ja eher ordensspezifisch, ich lerne sehr zu schätzen, das sage ich ganz ausdrücklich, in diesen schwierigen Zeiten, auch politisch und sozial, dass das Maß und die Geduld der Verbände mit dem Thema Demokratieerziehung aus meiner Sicht wirklich ein wertvoller Beitrag in der Kirche von heute ist. Also ich bin ja jetzt immer wieder auch auf den Diözesanversammlungen und so weiter und ich staune, mit welcher Geduld, mit welcher gegenseitigen Wertschätzung da eine Dialog- und Partizipationskultur entsteht. Und wenn wir Jugendlichen helfen, darin zu wachsen, aufeinander zu hören, miteinander zu ringen, miteinander gut diskutierte Entscheidungen zu finden, dann finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, den hier die Kirche in unserer Gesellschaft auch leistet, mit dem Thema beispielsweise. Ne? Und das andere ist, ich meine auch, was ich sage, wenn ich sage, wir wollen junge Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und das heißt auch weit hinausgehen. Und ich habe mit den jungen Leuten an der Hochschule und den Studierenden, die ich begleite, immer gerungen und gekämpft und gestritten, aber immer im guten Sinn, weil ich glaube, es steht uns als Christen an, eine Hermeneutik des Wohlwollens an den Tag zu legen. Das heißt, den anderen oder den Mitstreitern und Mitgehenden zu unterstellen, dass sie auch ein Anliegen haben und es zunächst mal gut ist und zunächst mal aus ihrer Sicht auch wichtig ist. Und so. Und darum gemeinsam zu ringen, das ist wichtig in unserer Kirche. Die Kirche ist ein bunter Zoo, wo ganz, ganz viele Leute Platz haben. Ne? Herr Bingener aus dem bunten Zoo. Nein, das habe ich jetzt nicht persönlich auf den Herrn Bingener bezogen. Ja, sagen wir mal, die Basis dessen im Hinblick auf die Frage, wie man zusammenarbeitet, die ist bei uns gegeben, nämlich der Bischof Oster ist erstmal ein netter Kerl. So, das heißt, wir haben, weil von Anfang an seines Besuchs im Jugendhaus, das kann die Bianca Mohr sicherlich auch unterstützen, gemerkt, dass er Interesse an Jugend hat, so dass er zuhört, dass er jetzt auch dadurch, dass er neu ist, sagen wir nochmal diesen bundesweiten Blick auch bekommt und dass er da eine hohe Bereitschaft hat. Und das sind gute Voraussetzungen und ich habe mir aus dem Bistum sagen lassen, dass man sich auch mit dem Bischof Oster, also auf einer persönlichen Ebene, gut verstehen kann und dass man sich mit ihm auch streiten kann und auch, Sie haben selber gesagt, dass auch Reibung Wärme erzeugt. Das werden wir in den nächsten Monaten miteinander ausprobieren und ich bin froh, dass es so eine persönlich gute Ebene miteinander hier gibt. Der Bischof Oster wird die Hauptversammlung besuchen. Wir werden sicherlich Themen besprechen, die Herr Brückenjürgen angesprochen hat und dann wird der Bischof Oster die Gelegenheit haben, hier mit jungen Menschen zu diskutieren, was sie ja sowieso schon tun. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, auf der einen Seite ein persönlich gutes Verhältnis zu Bischof Oster zu haben, von Seiten der Jugendverbände her, und auch ein hohes Interesse und ein Herz für die Jugend, das kann man, glaube ich, sagen, und gleichzeitig die Themen sehr klar und in aller Offenheit auch miteinander anzusprechen und auch die Erwartung natürlich zu haben, dass der Jugendbischof auf der einen Seite die Sicht der Kirche an die Jugendlichen weitergibt, aber eben auch die Sicht der Jugendlichen an die Kirche, wobei Jugendliche ja Kirche sind. Herr Resing, die Dinge haben sich dann doch auch mal in der Geschichte der Deutschen Bischofskonferenzen des BDKJ in den letzten 25 Jahren weiterentwickelt, wie man daran merkt. Diese kleine Bemerkung möchte ich mir doch gestatten, weil ich noch die Diskussion aus den frühen 90er Jahren kenne. Herr Ringeifel. Eine Frage an Frau Mohr. Die Frage geht um Zahlen. Sie haben eben die 600.000 nochmal genannt, oder Bischof Oster hat sie genannt. Gibt es da noch mehr Zahlen? Also ist der Trend steigend oder geht es zurück mit der verbandlichen Jugendarbeit? Gibt es da bundesweite Trends? Und zwar sowohl was die verbandliche als auch was die Arbeit in neuen geistlichen Bewegungen angeht. Geht es da auf oder ab? Ich habe Stocher da ziemlich im Nebel. Ich habe kein Gefühl dafür, wie sich das im Moment entwickelt. Wäre ich sehr dankbar, wenn man da mal eine Idee von bekäme. Und die zweite Frage richtet sich an Pfarrer Bingener. Da geht es um die Liturgie.
Ich erinnere mich aus meiner Jugend, dass es sehr wichtig war, dass es damals jugendgemäße Formen der Liturgie gab. Also einerseits die Jazz-Messen oder wie man das nannte, oder Beat-Gottesdienste, diese ganzen abgefahrenen Sachen. Das ist ein bisschen ausgestorben, habe ich so den Eindruck. Gibt es da neue Überlegungen, liturgisch wieder etwas mehr für Jugendliche zu machen, etwa in Richtung dessen, was die MEHR-Konferenz da in Augsburg veranstaltet, oder sind da Impulse zu erwarten in diese Richtung, jugendgemäße Liturgie? Vielleicht zu Beginn zu den Zahlen. Die Zahlen der Mitgliedsverbände sind ja schon im Raum gestanden, 660.000. Wir haben jetzt aktuell die Ministranten und Ministrantinnen gezählt. Da sind wir leicht rückgängig, wenn man das aber vergleicht mit dem demografischen Wandel und mit den Rückgängen in anderen Bereichen und auch mit der Kritik gegenüber Institutionen und Vereinen, auch von Jugendlichen, dann sind wir da sehr zufrieden mit dieser Zahl. Bei vielen anderen Feldern der Jugendpastoral ist es nicht mit Mitgliedern zu zählen, sondern mit Teilnehmenden, 10.000 Freiwillige. Die Tage der religiösen Orientierung steigen an, die Anfrage danach steigt. Bei den neuen geistlichen Gemeinschaften, das Feld haben Sie auch angefragt, erleben wir im Moment auch einen Zuwachs, weil das Angebot gerade sehr nachgefragt ist. Sie haben die MEHR-Konferenz auch angesprochen. Da können wir aber nicht sagen, das sind so und so viele Mitglieder, weil es da einfach um Teilnahme geht und nicht um, ich werde irgendwo Mitglied. Das lässt sich dann schwer zählen. Und was auch immer wieder eine große Zahl ist, die sich aber leider nicht fassen lässt, weil sie einfach noch niemand wirklich gezählt hat, sind die die Besucher von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Und da sehen wir natürlich auch ein großes gesellschaftliches Problem, dass diese Einrichtungen auch immer notwendiger werden und dass da auch die katholischen Einrichtungen steigende Zahlen haben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur ein Erfolg, sondern tatsächlich auch eine Not in der Gesellschaft, die wir da beschreiben müssen. Frau Binger, kommt die, wie meine Oma immer sagte, Bärenmusikmesse zurück? Das war die zweite Frage. Ja, ich würde gerne noch kurz was zu der ersten Frage sagen. Und zwar ist es so, dass unsere Zahlen im Hinblick auf die Jugendverbände stabil bleiben. So, ich kann es jetzt zum Beispiel, Sie müssten da, Sie haben ja da eine Neugierde, Sie müssten da nochmal die Jugendverbände separat anfragen. Also das heißt zum Beispiel bei den Pfadfindern weiß ich, bei der DPSG, dass die Zahlen zum Beispiel steigen. Jetzt wird der ein oder andere Mensch aus der Gemeinde sagen, sozusagen, ja, aber bei uns ist das aber schwierig und so. Natürlich gibt es Ungleichzeitigkeiten in der Jugendverbandsarbeit. Das geht in so Wellen in so einer Jugendarbeit. Und manchmal ist es auch gut, dass derjenige, der das seit 5 oder 10 oder 15 Jahren macht, auch einfach mal aufhört, damit Platz für Neues entsteht. So, ja, also es gibt Ungleichzeitigkeiten von den Zahlen her, aber es gibt keinen Trend nach unten, sondern er stagniert bzw. geht nach oben. Das vielleicht zu Ihrer Frage. Dann zur jugendgemäßen Liturgie. Da gibt es einfach eine große Vielfalt. Also wir haben ja auf Bundesebene das Problem, wir legen ja hier keinen Schalter um und sagen, so, jetzt machen wir das mal in die oder die Richtung, ja, sondern wir sind halt vollkommen subsidiär sozusagen strukturiert. Und ich kann nur sagen, gerade im Hinblick auf die Frage von Kirchenmusikern zum Beispiel, ist eine ganz wichtige Fragestellung, so die, wo die sich mit beschäftigen. Wir haben in Höhenberg-Pfingst, wo ich Pfarrer bin, einen Organisten, dem können sie täglich die Hände küssen, weil er so toll spielt. So, und dann funktioniert Messe um 11 Uhr auch mit Jugendlichen, und zwar mit der Orgel. So, es gibt aber auch, wo das schwierig ist. So, ja. Und natürlich gibt es von, ich glaube, Sie sprechen an auf solche, wie würden Sie es nennen, von der Musik her, so eher so spirituell. Lobpreis, genau. So, und da merke ich, das ein oder andere Lied findet dann auf einmal auch in den Kanon der Jugendverbände. So, ja, aber das ist jetzt nicht erstmal unser, und dann gibt es trotzdem einen Gottesdienst am Lagerfeuer. Ich bin Pfingsten mit 4000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern, so am Lagerfeuer, mit den alten Liedern und mit neuen Liedern. So, aber Jugendliturgie, auch gemäße Sprache und so, ist natürlich ein Thema, was von unten her durch die Vielfalt der Jugendverbände wächst. Ich wollte noch das in einen größeren Kontext stellen, nämlich in den Kontext der Ästhetik. Also es gibt da und dort Pfarreien, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber ich begegne dem nicht so ganz selten, da bekommt die Jugend irgendwie, wenn sie überhaupt einen Raum kriegt, den im Keller vom Pfarrheim ganz hinten, wo sie irgendwie nicht noch mehr kaputt machen können, sowas. Das ist nicht so selten der Fall und das zeugt nicht so von Wertschätzung. Ich erlebe, dass Jugendliche Räume brauchen, die auch ihren ästhetischen Vorstellungen und Wünschen entsprechen und die
Und das bezieht sich auf die Musik, das bezieht sich auf die Optik, das bezieht sich auf die Einrichtung, das bezieht sich vor allem aber auch auf das herzliche Willkommen. Also die Frage an mich ist schon immer, haben wir in unserem Verein, in den Verbänden, glaube ich, ist das nicht das Problem, aber haben wir in unserem Verein wirklich sowas wie eine Willkommenskultur für Jugendliche? Also sind die da daheim? Gibt es Menschen, die sich gern um junge Menschen kümmern? Und zwar jetzt zunächst mal, egal was sie glauben. Ne? Dass wir zuerst mal in Amerika gibt es so, wenn wir da hingucken, wo und warum Kirche wächst, da gibt es so das Wort Belonging before Believing. Das heißt, ich bin froh über jeden, der kommt und wir erleben erstmal Gemeinschaft und dann führe ich sie hoffentlich auch einen Schritt weiter in eine hoffentlich dann auch richtig gut gemachte Liturgie. Ne? Jugendliche haben auch ein Gespür dafür, ob wir viel Energie und Mühe investieren in das, was wir da feiern, ob wir das selber auch ernst nehmen. Ne? Und da ist die Möglichkeit der Vielfalt von Musik ganz verschieden. Wenn ich sage, Belonging before Believing, etwas karikierend gesagt, da und dort ist in volkskirchlichen Strukturen, erst einmal musst du dich anständig aufführen bei uns und dann kannst du vielleicht dazukommen. Ne? Dann passt du zu uns in den Gottesdienst. Und das ist nicht das, was junge Menschen brauchen, was überhaupt niemand braucht. Gerade heute in den langen Anwegen vielleicht, die es hinein in den Glauben, in gläubiges Erleben gibt. Also lassen wir in der Kirche den jungen Menschen ihre Ästhetik auch leben und pflegen und helfen wir ihnen dabei. Das ist ein Ich will ein aktuelles Projekt noch nennen, was gerade auch in die Zeit der Fastenzeit passt. Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend, der dieses Jahr sowohl mit App als auch mit neuer Musik aus der Street-Art-Kultur und mit Filmen neu kommt. Und ich glaube, gerade die Ästhetik von Jugendlichen neu aufgreift. Und der dürfte ja auch für die Presse jetzt interessant sein, weil der in der nächsten Zeit relativ häufig gebetet wird. Letzte Frage hat Herr Otto. Den Rest machen wir in Einzelgesprächen. Bitte schön. Ja. Andreas Otto von der Katholischen Nachrichtenagentur. Ich möchte noch mal an Herrn Brüggenjürgen etwas anknüpfen. Schon die Umfrage zu Ehe und Familie hat ja ergeben, dass eine massive Kluft besteht zwischen dem, was die Kirche zum Beispiel im Bereich der Sexualmoral lehrt und das, was die Menschen denken, glauben, wovon sie überzeugt sind. Und ist das nicht der Grund, also der Inhalt der Kirche oder weite Teile des Inhalts der Kirche, die dazu führt, dass zu diesem Graben, von dem Sie gesprochen haben, zu diesem metaphysischen Graben. Und es ist nicht eigentlich unmöglich, diesen Graben zu überwinden. Also wenn Sie sagen, ist es nicht der Inhalt der Kirche, dann würde ich antworten wollen, der Hauptinhalt der Kirche ist die Gegenwart Jesu und die Frage, wie wir ihm begegnen können. Und das verbindet sich immer mit einer Frage, die eine richtige Herausforderung ist, aber die in unserer Kirche auch nicht mehr allzu oft gestellt wird. Ist es wirklich so, dass Christus mein Leben verändert? Dass er diese Begegnung eine Erfahrung ermöglicht, sodass ich, wenn ich mich auf die Begegnung einlasse, anders leben kann? Das biblische Zeugnis ist voll davon, ne, dass die Begegnung mit Jesus den Menschen hineinführt in die Möglichkeit, anders zu leben. Und anders leben bezieht sich immer auf einmal auf die Begegnung mit Gott natürlich, aber vor allem auch auf die zwischenmenschliche Begegnung. Unsere Form, Liebe zu leben, wenn wir denn Christus ernst nehmen, ist etwas anderes und tieferes, als was durchschnittlich die Welt für Liebe hält. Und da liegt auch der Kernpunkt, das schließt Sexualität nicht aus, sondern ein. Also glaube ich, dass die Begegnung mit dem Herrn auch in der Lage ist, meine Sexualität so zu leben, dass sie dem biblischen, der biblischen Überlieferung, der Überlieferung unseres Glaubens gemäß ist. Wenn ich das nicht mehr glaube, ja, dann kann ich alle Fragen aufmachen, die die Gesellschaft an dieses Thema hat. Wenn ich es glaube, dann kann ich mich ernsthaft auf den Weg machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ohne je vollständig angekommen zu sein. Also das vollständige Heil im Blick auf die Frage, was treibt mich auch als Mensch mit einer Sexualität um? Wir wissen, dass wir darin reifen und dass wir darin verwahrlosen können. Ne? Aber in die volle Reife meines Menschseins, auch im Blick auf diese Dimension, komme ich in diesem Leben nicht mehr. Vielen Dank, Herr Bischof Oster, Frau Mohr, Herr Pfarrer Bingener. Ich moderiere das jetzt hier ab, weil es gibt noch die Möglichkeit für Einzelurteile. Ich möchte noch zwei Bemerkungen machen.
Erstens die Predigt von morgen früh 7:30 Uhr. Bischof Trelle, unser stellvertretender Vorsitzender, wird heute Abend vermailt. Wir machen die Abschlusspressekonferenz morgen hier. Das sind technische Erwägungen, weil die Bischöfe bis kurz vorher drüben tagen. Es wird etwas enger hier morgen, deshalb lohnt es sich zeitig hier zu sein. 14 Uhr morgen die Abschlusspressekonferenz mit Herrn Kardinal Marx. Vielen Dank und bis später.